Hallo und herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. So, wir müssen hier erstmal unsere Fähigkeit aufladen mit Kaya. Ich brauche die Kuh nämlich. Oder vielleicht können die Viecher das ja auch machen. Nein. Scheint nicht. Vielleicht mit ihr hier. Ja, hat teilweise funktioniert. So. Und dann machen wir noch mit der 3. So. Haben wir die schon mal Kiste hier? This time the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work. Yo. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. Okay. So, now... You read my mind. Paimon's so happy. Natürlich, wir gehen. Let's go for it. Don't want anyone else to get there before we do. Genau. Like the treasure hoarders Kaya told us about. Anyways, Paimon just wants to borrow the sword to... Ja. No, you are nothing. Paimon just wants to see it. Ja, okay. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. All right, Paimon will save the chit chat for later. Arcadian treasure hunt, here we go. Nice. Ich liebe diese Gespräche immer. Ich dachte eigentlich, dass wir hier oben was einfrieren müssten, aber ja, das war ziemlich auffällig, dass hier so die Dinger waren. Da ist noch so ein, ja. Ich weiß einfach nicht, wie die Dinger heißen. Viecher. Irrlichter. Genau, ich wollte sie Irrlichter nennen. Und da hinten ist noch ein Dorf. Ah ne, das ist eine Kiste. Da ist ein Boss. Noch nicht freigeschaltet. Aber ich rede trotzdem mal damit. Ja, Abenteuerstufe 27, ja, ist klar. Ah, und hier ist die Kiste, okay. Nice. Alter Jagdbogen. Ja, den brauchen wir nicht. Wir haben noch einen Stufe 4 Bogen, erinnere ich mich gerade dran. Was gedroppt? Nö. Da ist ein Boss. Ich nehme mal hier Venti. Weil. Hi. Aua! Was macht der denn? Wimbling. Da. Boss ist down. Hä? Bist du, hä? Was ist das denn für einer? Okay. Na, lass mich kurz noch die Sachen hier looten. Hier, Wimbling. 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 Genau. Wimbling. So. Hier haben wir nur eine Kiste. Hier sind noch mehr Kisten. Weißkohl, ja. Nein. Nein.
ein bisschen aufpassen immer. Okay, sonst ist hier nichts. Zack. Zack. Oh, jo, 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 nice. Okay, damit haben wir das Dörfchen hier auch fertig. Da ist eine Kiste. Und die ist nicht bewacht. Das ist einfach nur eine Kiste, die da steht. Das war einfach nur ein fettes Lager hier, okay. Ja, da läuft jetzt noch einer rum. Da hinten. Da ist ja noch eins. Okay. Ja, okay. Auch hier. Oh, guck mal, wie schön. Vielleicht auch nicht mehr so schön. Oh, warte, seine Fähigkeit ist freigeschaltet. Ich will die mal probieren. Supraleiter. Okay. Ja, dann. Ja, bleib mal stehen. Oh, gut. Coolidge. Venti? Brace yourself. Jumps. Oh, das hat die instant gekillt. Hä? Hey, Schwert! Schwert! Hallo! Wouldn't gliding be faster? Lol! Ne, ah, ich dachte, es wäre despawned. Ja, ich will jetzt noch die Möhren haben. Ich finde es gut, dass man diesen Sprint so machen kann. Ich glaube, der braucht. Braucht der viel Ausdauer? Nicht so viel, ne? Finde ich sehr nice. Da ist ein Eismagier. Den mache ich natürlich direkt erstmal platt. Ah, ne, ist Wasser. Oh, lol. Wow. Damit ist er schon down. Hey, du da. Gott. Was hast du denn für Probleme? Time for takeoff. Kann ich dich einfach verbrennen? Hier, bitteschön. Guck mal hier. Blums. Aha. Wir brennen. Okay, das war ein bisschen lame eigentlich, dass er sich da festgepackt hat. Aber ja, Pech. Oh. Ist hier noch irgendwas? Nee. Da ist die Kiste. Ah, oh. Da scheint noch irgendwas Großes zu sein. Ich weiß nicht was, aber irgendwas wird das schon sein. Alter, wie viel Stuff hier liegt. Wir müssen noch mal gucken, was das für Monster sind. Mitachol. Okay. Nein. Möhrchen. Und da geht's noch nach oben. Ach, da ist einfach eine Leiter nach da oben. Okay. Ah, da hinten war die Höhle, genau. Ich glaube, wir müssten hier mit ihr drauf schießen, ne? Genau. Ja, hier ist auf jeden Fall was. Okay. Nein. Was hat ihr denn für Kristalle? Warte, vielleicht mit ihr. Mit dem geht's gar nicht. Warte, mach ich mal Venti. What? Auch nicht? Okay, was sind das für Sachen? Das dauert ja ewig. Ich
Kann ich mal mit ihm probieren? Das ist auch dasselbe. Wo kommt denn die her? Wimbling. Ich habe leider keinen Schaden dafür gerade. Freeze. Schmelzen, ja. Das Problem ist, die haben so einen fetten Panzer. Hier. Bet you can't keep up with me. Explodier. Oh. Kaya hat seine Fähigkeit frei. This world will be frozen in time. Oh Mist. Freeze. Ich habe gerade nicht die perfekte Ausstellung dafür, leider. Hier, bitteschön. Nein! Oh, schade. Wimbling. Okay, das war gut. Dann können wir den ersten angreifen. Venti ist frei. Yes. Ah, das ist schön. Boah, diese Fähigkeit ist so ultimativ. Vor allem, dass sie sich... Diese Windfähigkeiten kombinieren sich immer mit dem Feuer. Das ist so ultimativ gut. Das macht so unglaublich viel Schaden. Okay, das bringt überhaupt gar nichts. Wenn wir jetzt Klee hätten, könnten wir einfach eine Bombe darauf werfen, dann wäre das sich frei. Weil sie, mit ihr kann man irgendwie auch bessere oder mehr Erze bekommen, tatsächlich. Warum dauert das so lange? Kristallbrocken. Ich glaube, das ist schon etwas Gutes. Oh, ich habe gerade keinen Char dafür. Doch, wir hatten Noel. Das können wir tatsächlich mal. Könnten wir sie mal reintun? Er kann raus. Dann tue ich sie wieder rein. Oder sie. Die ist ja auch ziemlich gut anscheinend, diese Beidou. Ich glaube, ich hole auch sie rein, weil. I trust you. Oh Gott, sie ist bald tot. Ich glaube, ich sollte ihr was zu essen geben. Ja, keine Ahnung. Ja, das hier. Da. Reisende. Sie heißt Reisende. Haben wir noch was Kleines vielleicht? Hier, das da. Ne, belebt die gewählte Figur wieder. Das will ich nicht machen. Hier. Beidou? Sie kann das, glaube ich. Ja, easy. Okay, sie kann das super gut ausmachen. Wie groß ist diese Höhle? Und da kann man doch rausklettern. Hä? Die Gegend sehen wir uns später an. Ah, ich wollte da rein. Paimon, warum darf ich nicht da rein? Hier läuft noch so ein Typ rum. Ein Eis-Hilly-Churl, glaube ich. Alter. Was bist du denn? Boah. Ciao. Der sieht auch schon zu stark. Damit sind wir hier unten auch fertig. Da ist noch so ein Dungeon-Ding. Müssen wir aber nicht hingehen. Wir machen jetzt erstmal einen Teleport, denke ich. Oder was ist hier? Ach, das sind die Dungeons. Okay. Wo müssen wir denn hin? Irgendwo 700 Meter hin. Da?
Gott. Tempel des Löwen. Okay, gehen wir mal dahin. Wir müssen eh noch. Also, das Spiel wird so plus minus ein ganzes Jahr noch laufen. Weil der Content so unglaublich groß ist. Ich flieg mal, ne, so. Ah, sie hat auch noch nicht die guten Flügel. Also die schönen. Was heißt gut, also? Sind alle gleich gut, aber... Was noch so fies wäre, wenn so ein Abhang hier wäre und da müsste so eine Höhle sein. Ich gucke auch gerade nach Schatzkistchen. Ob hier irgendwo was ist. Sieht nice aus. Da könnte ich mir auch noch so ein Secret vorstellen. Na, hier ist die Höhle. Ist das ein Dungeon? Das ist ein Dungeon. This must be the Arcadian Ruins. Is it just me? Or does it look plain? Oh, Paimon gets it. The perfect disguise is always in plain sight. Das stimmt. Kaya's grandpa sure is impressive. Oh, mice. Ja, genau. It's no time to get suspicious. We're close. Ja, ich weiß. Hurry, the treasure is waiting for us. Ja, der treasure is waiting for us. Brauchen wir irgendwas Bestimmtes? Empfohlenes Element Kryo. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Truppe ändern. Sonst können wir hier nicht bestehen. Wir haben nur ein Kryo. Ich tausche sie aber mal aus gegen sie. Weil sie besser ist mit Elektro. Tue ich ihn dann raus? Es tut mir so weh, ihn rauszutun. Weil er ziemlich stark ist. This will be interesting. Ja, dann muss ich dich auf jeden Fall noch leveln, bevor du da reingehst. C. Genau. So, du kriegst jetzt erstmal hier Hochstufung. Du kriegst jetzt das letzte, was ich hier habe. So. Dann bist du schon mal ein bisschen stärker, wenigstens. Dann kriegst du davon noch 5 und dann ist gut. Das reicht. So, du kriegst auch eine andere Waffe, weil dein komisches, normales Schwert. Wir haben doch eh so... Schwert der Dämmerung, ja. Wer hat denn mein Schwert? Das hat Keking und ich habe die kühle Klinge. Was ist denn besser eigentlich? Ah, hier kann man sehen. Ah, Crit-Schaden. Okay, und ich habe Angriff einfach. Dann hol dir einfach das... Schwert der Dämmerung, ja. Das ist schon auf Stufe 2. Weißt du was, du holst dir das hier. Das rote Schwert. Das finde ich so. Und dann holen wir uns ein neues Schwert. So, wir holen uns das hier. Obwohl, nee, brauchen wir nicht. Weil ich könnte das Schwert mit diesen 5 Waffen auf Stufe 5 einfach hochstufen. Diese Sterne sind das, glaube ich, oder? Nee, Verfeinungsgrad. Kann ich das denn irgendwie machen? Verfeinern. Ich habe ja die gleichen. Grad 3. Und ich habe das ja nochmal. 4. Und nochmal. Ich weiß nicht, wie hoch man das vergraden kann. Also das ist schon Max. Stufe 5 ist maximal. Okay. Dann ver... Oh, der Bogen. Wir nutzen mal... warum sind hier so viele? Ach, das sind Stufe 1. So, dann hätten wir... Ja. Das mal 1, dass wir 1 behalten. Dann tue ich noch einen so ein und dann ist gut. Macht mehr Angriff. Das ist schon mal gut. Dann haben wir schon mal eine Stufe 5 Verfeinerung. Dann können wir das hier verstärken, weil das können wir verfeinern bis zum geht nicht mehr. Auch bis zum Maximalen. Obwohl, das ist gar nicht so wichtig. Eigentlich. Wir können das zwar hochstufen bis zum Ende, aber
Das bringt mir eigentlich nicht so viel. Es wäre eher interessant, die hier reinzustecken. Die Schwerter hier. Weil dadurch meine Stufe ja auch steigt. Du kriegst die Schwerter, Keking. So. Das ist aber noch was. Ich will, dass du Stufe 11 erreichst. Damit bist du schon Stufe 11. Bist du denn auch noch damit auf... Ja, perfekt. So muss es sein. Okay, damit ist Kekings Schwert verstärkt. Ja, das können wir auch verstärken. Mit in Stufe 1 Sachen. Keine Ahnung. Brauchen wir eh alle nicht. So. Okay. Gut, dann sind die Schwerter schon mal verstärkt. Den Bogen. Kriegst du den Bogen, Amber? Oder kriegst Venti den? Eigentlich muss Venti den bekommen, weil er der Ultimative ist. Ist schon heftig, ja. Der ist schon richtig heftig, der Bogen. Kann ich denn mein Level übertragen? Kann doch, hab doch hier den Stufe 11 Bogen dann, ne? Oder kann ich den nicht hier sogar Ember ausrüsten lassen? Die sind beide Stufe 11. Ja, okay, dann tue ich das bei ihm. Dann tue ich seinen Bogen hier rein. So, dann kriegt er den Bogen. Kommt nicht ganz auf Stufe 11, weil der wahrscheinlich mehr braucht. Weil der halt schon ultimativ ist eigentlich, der Bogen. Ich mach mal so, dass der auf zwei Stufen hochkommt. So, und dann machst du den, dann kriegst du hier eine neue Stufe drauf. Nein. Den verfeinere ich dann mit einem Mal. Mit einem Schwachstellenschaden, so. So, das gehört alles leider mit dazu. Du hast das rote Schwert, du hast das eine Schwert, du hast einen coolen Bogen und du hast das geile Ultraschwert. Okay, ich könnte... noch hochstufen, aber ich lasse es. So, jetzt können wir da rein. Wir haben alles. Wir haben alle Elemente. Let's go. Truppenstufe 10. Ach, wir hätten auch hier ändern können. Ja, okay. Ist ja egal. Ja, der eine Typ ist zwar Stufe 9, aber das ist ja nicht schlimm. So. Nice. Ja. Hey. Tschüss. Hi. Don't blink. Hey. Ja. Ciao. Okay, hier glaube ich brauchen wir Eis. Ah, jetzt hat er die fokussiert. Ich wollte eigentlich das Ding da angreifen. Dodge this. Mist. Ich muss ein bisschen warten. Cool. Ah, jetzt habe ich ihn getroffen. So. Wieder fängt wieder an. Was? Okay, ja, dann bleibt er halt. Bei der Wiedergeburt. Siege innerhalb von... Was? Freeze. So, cool. So, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Perfekt. Okay, so Zeitreferausforderungen hatten wir auch noch nicht. Also in dem Ding. Moment mal. Hier sind mehrere. Kann man das nochmal machen? Nein, scheint nicht. Vielleicht muss ich das ausmachen. Nee. Aber da sind noch zwei Tore auf jeden Fall. Wie man da reinkommt, weiß ich nicht. Hier sind auch mehr Tore. Oder Wiedergeburt haben wir aktiviert.
Das sieht nach Boss aus. Da oben kann ich nicht hoch, leider. Schade. So, hier sind Boss. Oh, ist das das Ende? Nein. Wie sie da hinflitzt. Where are you, my treasure? Let's look around. I'll save you the trouble. How about you let me take over? Wer bist du denn? Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. We've been keeping a low profile. How did word get out? Paimon won't let you have the treasure without a fight. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. Das glaube ich auch nicht dran. They're not as sociable as me. I'm sorry to rain on your parade. But your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt prison. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The knights. Hey, it's Kaya. Kaya, he wants to steal your treasure. Get him. Oh, almost had it. Tja. Oh, you mean the treasure. Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. What? You came all the way for nothing. Just give it up. What? Er hat das nur gemacht, um die Leute da zu locken. No treasure? Oh, Paimon ist komplett demotiviert jetzt. Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Didn't think the knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favon. Wait, what are you? You're not gonna get me. Okay. Oh god. What is this? I didn't mean it. What a troublemaker. You knight. You're not gonna watch me die, are you? 41019. Okay. What an interesting suggestion. Fine. I'll confess and go quietly. Please, just help me. All right then. Guess I will have to do some overtime work after all. No one escapes by sight. Hä, wo kommen die denn her? Yo! Der schießt hier mit allem rum. Okay. Lol, das Ding, ey. Ciao. Lass mich mal in Ruhe. Supraleiter. Komm, kick ihn, besiege ihn. Ja. Cool. How embarrassing. Having my life saved by a knight. Don't forget what you promised. Or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? I'm just joking. All right, let's take him back. Sir, yes, sir. Captain, should we take these two in as well? What? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. You're a bad man for lying to me! Shame on the knights! Oh, ich war traurig. Alright, alright. Stop it already.
Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? That... Well... let's go! Paimon's done talking to him! Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. This is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory. As it's if you don't mind, I would like to present you with this harbinger of dawn as a reward. Schwert der Dämmerung, haben wir das nicht schon? Harbinger of dawn? That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Wouldn't you say, Paimon? Well, if the reward is this harbinger of dawn, you'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. Yes, yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. What a surprise that you solved the puzzles all by yourself and arrived before me. So it was you who left all those clues? Indeed. However, even I believed the clues were too vague to be of any help to you. I was prepared to answer your questions. Quite impressive. This was the only thing that I did not anticipate in the entire operation. Ha! That was nothing! No matter what you say, I acknowledge your wisdom. After all, wisdom itself does not deceive. Das ist ein weiser Spruch. But some people do enjoy deceiving others with their wits. Yeah. Ich weiß, was du meinst, Paimon. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Darf ich denn noch hier weiter looten? Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Okay. Ich darf noch weiter looten. Geheimer Piratenschatz. Ja, der gar nicht so geheim war eigentlich. Oh, wir haben was Liegendes bekommen. Kann man denn jetzt noch weitergehen? Ich meine, hallo? Warum sollte ich denn nicht weitergehen können jetzt? Ah, ich kann wirklich nicht weitergehen. Dammit. Schade, ich dachte, man könnte noch ein bisschen weiter. Okay, dann müssen wir die Sphäre verlassen. Die Ruinen von Arcadia. Naja. Okay. Neues Monster. Ja, Ruinenwächter. Sind der Kopf und ihr freiliegender Kern am Rücken. Aha. Unaufhaltbar. Bestimmte Angriffe können besonders wirksam harte. Aha. Schwerer Zweihänder als auch eine Explosion. Ach so, okay. Das heißt, wenn hier wir die eine da haben, diese Beidou und Noel. Die haben ja. Ach, das ist ein Eisboom. Die haben ja beide. Diesen Zweihänder. Aber irgendwie. Lol. Erstmal eingefroren. Krebs! Meins! Das ist doch diese Insel, ne? Ich frag mich, ob man hier mit einem Boot fahren kann oder sowas. Okay, da war auf jeden Fall die geheime Höhle. Ja, das war schon nice. Das war echt Legendenauftrag. Ja, den können wir nicht machen. Brauchen wir Stufe 15. Also es ist mit Lisa. Okay, das heißt, wir können in der nächsten Folge mit der Hauptquest weitermachen. Weil wir nichts anderes eigentlich zu tun haben. Außer theoretisch die Map erkunden und ja, theoretisch das hier machen, aber ja. Da habe ich irgendwie einen Teleportationspunkt vergessen. Beide Elemente. Was bekommt man hier denn? Freundschafts-EP und so eine komischen Bücherdinger und Abenteurer-EP. Und irgendwie keine Ahnung, was das sein soll. Da habe ich auf jeden Fall was vergessen. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.
Ja, und toll. Ja. Und tschüss.